Das sieht ja cool aus. Einfach eckige Löcher gebohrt. Das will ich auch machen. Mann, bei mir werden die mal rund. Wie geht das? Potzblitz, wie geht denn das? Wenn man mit einem runden Bohrer bohrt, wird es ja immer nur rund. Ist ja irgendwie auch logisch. Und wie ich das damals gemacht habe, das weiß ich natürlich schon. Und wenn ihr es noch nicht wisst, schaut euch gerne dieses Video an. Da erklären wir euch die Funktionsweise eines Hohlmeißelstemmers. Das ist die Maschine, die beim Bohren mit einem Stemmer dazu ein eckiges Loch macht. Und das ist natürlich mega cool. Aber so eine Maschine ist sehr, sehr speziell, denn sie kann nur eckige Löcher machen, sonst gar nichts. Aber es gibt da etwas, was aus unserem guten Freund, die Tischbohrmaschine, aus unserem guten Freund der Tischbohrmaschine, schreibt mal in die Kommentare, der oder die. Auf jeden Fall gibt es ein Hilfsmittel, was verspricht, dass sozusagen dieses Kit aus unserer Standbohrmaschine einen Hohlmeißelstemmer macht. Und ob das funktioniert, ja oder nein, das schauen wir uns jetzt an und schauen erstmal hier in die Kiste rein. Tada! Oh! Eine Anleitung in Englisch, kein Problem, ich kann Englisch. Ein Dankeschön schreiben, was kaputt ist. Dankeschön, bitteschön. Hier haben wir Bohrer und das. Huch. Das sind die Einzelteile, die wir jetzt an unsere Bohrmaschine basteln sollen. Ja, ich würde mal sagen, wir basteln es mal dran und gucken, ob es funktioniert. Schwer sind die Teile auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Soweit so gut. Das hier soll sozusagen der Anschlag sein, den wir auf unseren Tisch montieren. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Es gibt ja hier auch ein Product Online Video. Ich habe da mal drauf geguckt. Es gibt tatsächlich einen YouTube-Kanal, der dann erscheint. Nur leider ist da kein Product Video von dem, was wir hier haben. Aber für jeden, den es, oh Gott, interessiert, jede Menge andere nützliche Haushaltshelfer, wie zum Beispiel sowas ähnliches wie eine Ölpresse. Hilft uns nicht wirklich weiter, macht aber nichts, denn das eigentliche Teil an sich habe ich schon montiert. Das gucken wir uns jetzt an. Die eigentliche Aufnahme ist super gut robust, finde ich klasse. Und es gibt für hier oben auch verschiedene Reduzierstücke. Also das sollte bei den meisten Bohrmaschinen passen. Ha, jetzt fängt es aber schon an. Wir können das leider nicht richtig weit nach oben schieben, weil hier unten nicht genug Platz ist. Aber ich glaube, also ich wackel eher die ganze Bohrmaschine als das Teil. Hier unten sitzt unser viereckiger Hohlmeißel, der ist sozusagen hier drin hohl. Gucken wir uns gleich nochmal an, wie das Teil eigentlich aussieht. Und da kommt dann unser Bohrer rein, der in unsere tatsächliche Bohreraufnahme kommt. Aber der Bohrer ist ein bisschen zu lang. Also ich kann den nicht weiter reinschieben, weil die Aufnahme einfach zu Ende ist. Und der Bohrer guckt halt hier 3-4 cm raus. Das ist nicht so gut. Weil eigentlich soll der Bohrer im Prinzip hier unten im Hohlkegel sitzen. Also der Kegel soll im Hohlmeißelstemmer sitzen. Er kann ein bisschen rausgucken, aber nicht so weit. Deswegen flexen wir den jetzt einfach eben einmal ab. Unser Bohrer ist jetzt kürzer und im besten Fall... Hello? Passt der jetzt? Das sieht ganz gut aus. Nicht noch weiter hoch, bitte. So. Und jetzt die große Frage. Perfekt. Also ohne den Anschlag geht es nicht, aber ein kleines Loch haben wir, deswegen mache ich direkt noch eins. Wir haben ein halbwegs viereckiges Loch. Dieser Anschlag
ist eigentlich ganz, ganz wichtig, weil wir hier verschiedenste Tüdelüs haben, um sozusagen das Werkstück nach unten zu drücken. Denn wie ihr seht, wenn man sozusagen mit dem Hohlmeißel drin ist und dann wieder rausziehen will, dann ist das natürlich ganz schön eng, weil der Meißel halt ziemlich fest im Holz steckt. Deswegen auch diese Teile, um das Holz runterzudrücken. An sich ist das mega smart. Das Problem ist nur, ich kann das hier nicht festschrauben, weil hier drunter ist ein Gusstisch. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin noch nicht so überzeugt, dass ich jetzt zwei neue Löcher in meinen Gusstisch bohre. Wir werden das Ganze jetzt gleich anders befestigen, aber grundsätzlich sei gesagt, dieser Anschlag ist mit dabei. Also wenn ihr voll Bock drauf habt und grundsätzlich funktioniert es ja, dann könnt ihr den natürlich auch an eurer Bohrmaschine befestigen. Wir machen das jetzt erstmal nicht und nehmen eine andere Art der Befestigung und gucken, ob es dann besser funktioniert. Dieses Video ist gesponsert von einer Zitrone. Nein, natürlich nicht, von Koro. Und ihr kennt bestimmt schon Koro Fresh. Das ist eine Obst- und Gemüsekiste, die ihr euch regelmäßig nach Hause liefern lassen könnt. Das Schöne dabei ist, es gibt immer eine Liste mit all den Inhalten. Das heißt, man kann im Vorfeld schon planen, das bekomme ich heute, das könnte ich daraus Leckeres kochen. So wie ich heute aus dieser Zitrone eine ganz wunderbare Nudelsoße machen werde. Also checkt das gerne mal aus und danke Koro, dass ihr solche Videos wie heute möglich macht. Jetzt weiter im Text. Grundsätzlich bin ich ziemlich überrascht, dass das überhaupt funktioniert, weil beim normalen Hohlmeißelstemmer haben wir normalerweise einen wirklich sehr, sehr langen Hebel, weil wir das ganze Ding wirklich richtig runterdrücken müssen. Und das, obwohl wir bei einem normalen Hohlmeißelstemmer deutlich bessere Bohrer haben und auch Meißel. Zuerst mal der Preis. Dieses Set kostet so in etwa 160 Euro. Im Vergleich zu einem Hohlmeißelstemmer, der so ungefähr 1000 Euro kostet, ist das relativ günstig, wenn man davon ausgeht, dass ihr schon irgendeine Art von Standbohrmaschine habt. Man muss natürlich auch sagen, für 160 Euro kriegt man natürlich keine guten Schlangenbohrer. Die hier sehen wirklich ganz, ganz schrecklich aus. Normaler guter Schlangenbohrer oder so ein Hohlmeißelsatz kostet halt schon irgendwie so 70 bis 100 Euro, also fast so viel wie das ganze Set. Und wir haben hier vier Bohrer und Meißel dabei und da sind tatsächlich auch ziemlich große dabei. Also so einer würde wahrscheinlich eher in normaler Qualität so 100 Euro alleine kosten. Trotzdem funktioniert es halt eigentlich ganz gut. Die Meißel an sich, die sind nicht wirklich scharf. Das könnte man allerdings nachschärfen. Schlangenbohrer nachschärfen sehe ich jetzt nicht so. Also ich glaube, das sinnvoll zu machen, also ich würde es nicht machen, wenn ihr das könnt, ist das super. Trotzdem muss man sagen, das Set an sich funktioniert eigentlich echt ganz gut. Natürlich sind die Löcher nicht gerade, die sind in sich ziemlich verdreht, weil halt alles in sich nicht so super stabil ist, weil wir nicht genug Material haben, um es richtig festzuschrauben. Mit Wackeln meine ich, dass diese Aufnahme sich auf dieser Achse bewegen kann und der Hohlmeißel an sich sich hier unten auch noch, weil ich kann diese Schraube nicht fester drehen. Aber ich glaube, man hat es beim Bohren ganz gut gesehen. Sobald man ansetzt, bewegt sich das Teil halt dann doch noch und das hier auch. Deswegen wird es einfach nicht hundertprozentig perfekt, aber es ist ja auch nur nachgerüstet. Aber wer einfach nur seine Löcher etwas vorarbeiten möchte und das dann vielleicht nochmal sauber nachstemmt und nicht für einmal im Jahr einen Hohlmeißelstemmer kaufen möchte, der kann mit diesem Set wahrscheinlich relativ gut leben. Und man könnte natürlich auch dieses Set erweitern, indem man einfach für diese Aufnahme bessere Hohlmeißel und Bohrer kauft, die man dann allerdings absägen muss bzw. abflexen, weil sie einfach für den normalen Gebrauch viel zu lang sind. Die Frage, die sich jetzt natürlich noch stellt, ist, warum nimmst du nicht einen von deinen guten Hohlmeißeln und probierst die nochmal aus? Die Antwort ist natürlich ganz einfach. Die passen in meinen Hohlmeißelstemmer. Und wenn ich die jetzt für einen Test abflexe, passen sie nicht mehr in meinen Hohlmeißelstemmer. Das wäre ziemlich blöd. Und das ist tatsächlich auch ein Nachteil an dieser ganzen Sache. Ihr müsst je nach Bohrmaschine wahrscheinlich immer den Schlangenbohrer abflexen. Das heißt, wenn ihr euch irgendwann einen echten Hohlmeißelstemmer kauft, passen die Bohrer dann nicht mehr rein.
Im Prinzip ist das ein ziemliches, ja, es geht voll klar. Also wenn ihr sowas ab und zu mal machen wollt, das ist eine gute Möglichkeit, denn es funktioniert. Also, ja, ich habe jetzt 4 neue Hohlmeißel, vielleicht passen die auch in meine eigentliche Maschine, die ich, um ehrlich zu sein, lieber benutzen werde als meine Bohrmaschine. Aber möglich ist es, und das ist doch das, was wir wissen wollten. Wo ist eigentlich das Stück mit dem runden Loch hier vorne? Jetzt geht's auch eckig.